Station 10B, 2014, 1. Oktober. Sehr geehrte Frau, jetzt habe ich verstanden, warum Sie von der Geschwisterliebe zwischen Begehren und Aggression nichts wissen wollen. Ein Eisvogel hat es mir heute Nachmittag gezwitschert. Es ist ja auch ziemlich sinnlos, Zuneigung mit Gewalt zu erzwingen. Ich verstehe es auch nicht. Begehren ist keine besonders hohe Hirnleistung, im Gegenteil. Verliebtsein ist durch den Ausfall erstaunlich weiter Teile des Gehirns gekennzeichnet, die den dekorativen Teil der Hirnrinde zuzurechnen sind. Ein Phänomen, welches die Evolution geschaffen hat. Diejenigen, bei denen es nicht so war, die also bei vollem Verstand den heiligen Bund der Mattierung eingehen wollten, in Klammern, zum Vollzug kam es dann nämlich nicht, sind schlicht an der Überlastung und folgend Exozytotoxizytose jener Cortex-Abschnitte zugrunde gegangen, die beim Normalblöden vorübergehend abgeschaltet werden. In Klammern, wobei der Ausfall des Mandelkerns mit folgendem Unvermögen Gefahr zu erkennen, zur Blödheit auch noch eine ausgewachsene Dummheit sich gesellen lässt. Ein weiterer Zustand der Hirnschutzumnachtung, wie oben, ist der subtipile Zustand der Lebendgebärenden beim Anblick der Leibesfrucht. Es ist mir nach wie vor völlig schleierhaft, wie man so einen Plumpsack völlig verschrumpelt und zudem ungesund blau-lila angelaufen als niedlich, entzückend und ach wie toll bezeichnen kann. Auch jenes Irresein ist sicherlich evolutionär bedingt. Das aus dem Irresein resultierende Brutverhalten bewirkt im Brütling, auf dem Serotoninwege über zyklisches Adenosinmonophosphat die Demethylierung der Promotersequenz des Glucocorticoid-Rezeptorgenes mithin Stressresistenz oder Urvertrauen. Hier zeigt sich auch ein schöner Ansatz für eine Art und Weise, so eine heimelige Örtlichkeit wie das KMV Station 10B und 10C, schwerste Persönlichkeitsstörung, viele Kapitalverbrecher darunter, stets oberhalb der Schwelle zur Unwirtschaftlichkeit zu halten. Man gebe kleinen Kindern nur reichlich und gerne Neuroleptika des atypischen Zweiges. Ein hoffnungsvoller Ansatz wurde ja bereits von den mutigen Autoren des neuen Diagnostischen und Statistischen Handbuchs psychischer Störungen, Klammern DSM, unternommen. Geschäftsschädigend reparieren lässt sich ein solcher frühkindlicher Leibschaden, jenem höheren Wesen, das wir alle verehren, sei Dank, gewiss nicht. Steht schon in der Bibel. Für Sie wäre es besser, Sie würden mit einem Mühlenstein auf den tiefsten Grund des Meeres geworfen. Reparieren lässt sich so ein Herzausstein also nicht. Der harte epigenetische Methylpanzer auf diesem Teil der Seele lässt sich nicht auflösen. DD, möglicherweise doch, mit Lysergsäure Diethylamid 25. Sehr wohl aber lässt sich ein der frühkindlichen hippocampalen Hypoglucocorti Koido-Rezepteroämie, sehr ähnliches Bild mit allerdings ganz anderer Ideologie chemisch erreichen, was allerdings ein etwas länglicher, oftmals Jahrzehnte beanspruchender, mühsamer Weg ist. Man muss nur beharrlich, am sinnvollsten intramuskulär, atypische Neuroleptika verabreichen, bis der serotonerge, liebevolle Teil der Seele zugunsten des dopaminergen, aggressiven Teiles weggeätzt. Gut. Kamerad A, deutliche Parkinson-Symptome, in Forste Prognose. Kommt darauf an, was und wie viel und wie lange er außer Haldolen noch zu fressen bekommen hat. Kamerad B, der mit der Kindheit im libanesischen Flüchtlingslager zur Zeit des Bürgerkrieges, Cupus Europaeus, bis zum Abwinken. Und zwar wirklich bis zum Abwinken, wenn er nicht mehr mag, braucht er auch nicht mehr. Logopädie, möglichst in der Muttersprache. Kamerad C, der mit der beginnenden stupiden extrapyramidalen Symptomatik Rauwolfia serpentina plus Hyperfolium RV
Perforatum im Verhältnis 1 zu 1000, in Klammern, Hyperforat Pforte. Kamerad D, deutlich intelligenter, als es uns die Tests weismachen wollen. Kognitiv-psychosoziale Therapie, Logopädie. Kamerad E, völlig orientierungslos. Es ist an einem Versuch, mit einer attraktiven Bergziege zu denken. Kave. Tierschutzrechtlich bedenklich. Kamerad F, in die SPD eintreten lassen und zum regierenden Bürgermeister wählen. Alternative,